Hi, grüß dich. Heute geht es um Terrassenbeleuchtung. Diese Terrasse hier, darüber gibt es ein Video, das werde ich dir mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das sind WPC-Dielen, volle WPC-Dielen, und dieses Terrassendeck möchte ich ein bisschen indirekt oder direkt beleuchten. Und das Ganze mache ich mit Powermann-Licht. Plug and Shine nennt sich das Ganze. Lass dich nicht von Steffi verirren, die ist hinten am Pflanzen. Und die ist aber gleich weg. Und dann will ich das Terrassendeck nochmal mit Aluminiumwinkel verkleiden. Das ist so ein bisschen für die Optik und lässt die unschönen Kanten so ein bisschen verschwinden. Ja, ich würde sagen, auf geht's. Als allererstes verkleiden wir erstmal unser Terrassendeck mit schönen Winkelleisten. In dem Falle hier Eloxierte in Silber. Und das Ganze habe ich mir bei Profilzuschnitt 24 zuschneiden lassen mit dementsprechend 45 Grad Schnitte. Und die sind wirklich astrein. Ihr findet auf der Webseite nicht nur L-Profile, sondern auch U-Profile, Flachprofile, Nut-Profile, Rechtecke, Quadratrohre, Rohre und auch PV-Profile, also für eine Photovoltaikanlage, aber auch C-Profile, also ganz, ganz viele Aluminiumprofile. Ich werde euch mal den Link von der Webseite unten in der Videobeschreibung verlinken. Und bei der Montage müsst ihr nichts tun, außer den Winkel vorweg vorbohren und senken, damit die Schraube auch schön bündig ist. Das Ganze dann festschrauben von der Seite. Obacht, von der Seite, sprich nicht von oben, weil von oben ist es ja so, ihr seht die einzelnen Profilbretter, und wenn ich die jetzt jede mit dem Winkel verschrauben würde, das Ganze arbeitet ja und dann würde irgendwann ordentlich Spannung drauf sein. Ja, und das schrauben wir jetzt fest in Abständen von ungefähr 30 bis 40 cm und fertig ist die Abschlussleiste. Ich glaube, aufgrund der Sonne könnt ihr mich nicht so gut sehen. Die Aluminiumwinkel, die sitzen, das rundet das Ganze ab. Und was fehlt jetzt? Natürlich die passende Beleuchtung, die indirekte Beleuchtung. Und die setze ich um mit Powermann-Licht zusammen. Und zwar mit Plug and Shine. Das ist ein spezielles Beleuchtungssystem für den Garten, für den Außenbereich. Und da verwende ich hier sogenannte Einbauspots, so ein Starter-Set Floor, Plug and Shine Set Floor. Gibt es für beispielsweise für die Terrasse, gibt es für das Kiesbett, für die Einfahrt, je nachdem. Und das Besondere daran, Insect-friendly. Das heißt, wir ziehen keine Insekten an mit diesem Licht. Das Licht ist so konzipiert, dass es uns nicht stört und die Insekten auch nicht. Und das ist was ganz, ganz Tolles. Und das baue ich euch, oder das bauen wir jetzt gemeinsam ein. Was brauchen wir jetzt gezielt? Also für diese Terrasse, für dieses Deck brauchen wir natürlich ein Set. Das besteht aus drei Teile. Ich brauche insgesamt 8 solcher Einbauspots. Und an jeder Ecke werde ich 2 montieren. Sprich, ich habe noch mal ein paar einzeln bestellt. Und dann brauchen wir, je nachdem, wie ihr das Ganze bedienen wollt, ihr könnt das Ganze jetzt über diesen Rio, Plug and Shine Rio, steuern lassen. Sprich, hier ist ein Dämmerungssensor drin, das heißt, sobald es dunkel wird, geht das ganze Licht an. Und ihr habt nochmal jeweils 2 Anschlüsse, 230 Volt, einmal auf der Vorderseite, einmal auf der Rückseite. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit einem Controller, das ist quasi der Empfänger, und dann könnt ihr das Ganze beispielsweise auch mit einem Remote Controller, also sprich mit einer Fernbedienung, steuern. Ist auch ganz toll, denn ein paar Lampen sind nämlich dimmbar, je nachdem, was ihr auswählt. Dann könnt ihr das ganze Plug-and-Shine-System könnt ihr natürlich verlängern. Es gibt solche, beispielsweise solche Sets, 15 Meter Kabel, maximal 150 Watt, 24 Volt. 1 und 7 Anschlüsse habt ihr dann. Das heißt, ihr könnt insgesamt dann 7 Strahler, Lampen, je nachdem, was ihr dann anschließen wollt, könnt ihr dann anschließen. Und es gibt nochmal hier Plug and Shine, einen Konnektor. Da habt ihr einen Anschluss und 3 Ausgänge wieder. Dementsprechend könnt ihr das Ganze splitten, wie ihr möchtet. Ich werde jetzt einfach mal loslegen und mir die Spots dann passend hinlegen und dann geht's los mit dem Bohren. Übrigens, das hier ist eine WPC-Dielenterrasse aus Kunststoff, sprich Kunststoff-Holz-Mix. Das ist nicht nur Kunststoff, sondern da ist auch, das Ganze ist recycelt, da steckt auch Holz drin. So schaut das Ganze dann ausgepackt aus. Wir haben jetzt hier ein Edelstahl-Gehäuse oder Ring. Das Ganze ist IP67 geschützt, sprich ideal für den Außenbereich. Das Ganze ist bis zu 500 Kilo belastbar von oben. Sprich, ihr könnt da jetzt nicht mit dem Auto rüberfahren, aber ihr könnt darüber gehen und ihr braucht keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Das Ganze ist so aufgebaut, wir haben hier 2 Krallen, die sich dementsprechend in diesem Kunststoffgehäuse hier festkrallen. Und das könnt ihr
zum Beispiel ein Kiesbett einlassen, einbetonieren. Ihr könnt jetzt dementsprechend hier Löcher bohren, das Ganze reindrücken und dann könnt ihr die Leuchten auch problemlos mal rausnehmen und irgendwie das Leuchtmittel austauschen, je nachdem, oder es reparieren oder die Leuchte, falls sie defekt sein sollte, austauschen. Das Ganze ist möglich und dieses System gibt es nochmal ohne diese Hülse hier, sprich für beispielsweise für so ein Terrassendeck, für ein Holzdeck. Da bohrt ihr dementsprechend ein Loch hinein und dann könnt ihr das Ganze hineinstecken und dann zack ist das Ganze auch fest. Auf der Verpackung und auf der Bedienungsanleitung findet ihr auch dementsprechend abgebildet, in was für eine Lochreihe ihr das bohren muss, beziehungsweise was für ein Durchmesser. Und ich empfehle euch ganz klar bei diesen Arbeiten, nehmt eine Bohrmaschine und kein Akkugerät. Ich habe jetzt hier einen 12 Volt Akkuschrauber und der kommt natürlich an seine Grenzen. Um das Ganze auszubohren, je nachdem was ihr für Material habt, für Holz- und WPC-Dielen, eignet sich am besten eine Lochsäge. Und die Lochsäge gibt es natürlich in unterschiedlichen Durchmessern. Einmal hier eine kleinere Version und hier eine größere Version. Beide Sachen bzw. alle Werkzeuge werde ich euch unten in der Videobeschreibung direkt unter dem Video verlinken. Dann noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, wenn ihr sowas macht, je nachdem, was ihr für eine Unterkonstruktion habt, bitte bedenkt oder passt auf, dass ihr nicht direkt in der Unterkonstruktion hineinbohrt. Sprich, ich habe jetzt hier eine Aluminiumkonstruktion. Das wäre natürlich fatal, wenn ich jetzt so einen Aluminiumpfosten oder Querträger anbohren würde. Des Weiteren müsst ihr natürlich bedenken, wenn ihr solche Dielen bohrt, dass ihr das Ganze mal mittig macht, beziehungsweise, dass ihr das so bohrt, dass eine Schwachstelle förmlich nicht vorkommt. Weil wenn ihr das beispielsweise weiter nach links oder nach rechts macht, ist die Diele eventuell von der Statik her eingenommen. Und dann kann es natürlich sein, wenn jetzt jemand drauf tritt, dass die ganze Diele durchbricht. Das müsst ihr natürlich vorweg euch ganz genau überlegen, wie ihr das Ganze platziert. Setzt euch da am besten mit eurer Partnerin oder je nachdem, mit wem ihr das Ganze konstruiert habt, zusammen und überlegt euch in Ruhe, wie ihr das Ganze platzieren möchtet. Das Tolle daran, ihr könnt das einfach zusammenstecken. Hier sind zwei kleine Pfeile drauf markiert und dann schraubt ihr das einfach fest, natürlich handfest, und dann ist das Ganze auch geschützt. Nachdem wir alle Lampen angeschlossen haben, kümmern wir uns jetzt um unsere Stromversorgung. Plug-and-Shine Rio finde ich eine ganz, ganz tolle Art, vor allem jetzt hier bei dieser Terrasse. Und wir werden das Ganze so setzen, dass vorne eine Steckdose ist und hinten die Anschlüsse, dass wir die nicht sehen und der Dämmerungsschalter auch hier hinten ist. Sprich, die Ecke wird hier ziemlich schnell dunkel und dann dementsprechend gehen auch die Lampen dann an. Dementsprechend haben wir jetzt hier ein Loch gebohrt. Das Ganze wird gleich hier verkabelt in so einer Box, ganz, ganz gut und einfach gemacht. Das ist auch sehr verständlich. Und ich werde das Ganze jetzt vorbohren, verkabeln und dann festschrauben. Die Steckdosensäule erweitert das Ganze. Ihr könnt das beliebig im Garten installieren, wo ihr eben Strom benötigt und könnt dann das Plug-and-Shine-System dort anschließen. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, dass ihr beispielsweise, um Plug-and-Shine zu betreiben, die Steckdosensäule benötigt. Der Rio sitzt und damit das Ganze auch über die Fernbedienung bedienbar ist, bauen wir jetzt den Konnektor ein. Hier steht auch ganz klar Input-Output. Das heißt, theoretisch passt es auch nur einmalig, ne? Legen wir das hier unter, damit es ein bisschen geschützt ist. So schaut jetzt das Ganze aus. Und ich würde mal sagen, wir warten jetzt, bis es so langsam dunkel wird. Und schauen uns dann das Ergebnis an. Naja, ich muss ehrlich zugeben, ich kann jetzt nicht warten, bis es dunkel wird. Ich halte mal den Dämmerungssensor zu. Und einmal klack und schon erleuchtet die schöne Terrasse. Und wieder weg. Oh, herrlich. Und das ganze System könnt ihr auch mit einem Gateway verbinden, sprich über Zigbee und dann über ein Smartphone. Ganz klasse Sache. Ich werde das allerdings jetzt mit der Fernbedienung steuern, da es ja nicht für mich ist, sondern für Schwiegermutter. So, meine Damen und meine Herren, fertig. Das Projekt ist fast abgeschlossen, fehlt natürlich nur noch eine Pergola. Ja, und die Montage ging ganz einfach. Plug and Shine von Paumannlicht kann ich nur empfehlen. Alle Infos und die Produkte findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung nochmal. Und Profilzuschnitt 24 für diese Aluminiumwinkel, da findet ihr auch einen Link direkt unter oder in der Videobeschreibung. Und jetzt, ja, lasst euch nicht beirren, im Hintergrund ist Steffi. Die ist fleißig am Rumbuddeln und Pflanzen. Und für diejenigen, die jetzt bis zum Ende
zugesehen haben, gibt es ein kleines Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir ein Dreier-Set von Plug and Shine String. Das sind so Erdspieße, also so kleine Strahler oder Spots, die ihr dann im Garten platzieren könnt. Und was musst du machen? Ganz einfach, Hashtag Paulmann unter dem Video kommentieren und mir sagen, was du damit vorhast, was du beleuchten möchtest, was du genau in deinem Garten damit umsetzen möchtest. Ansonsten hoffe ich, dir dieses Video gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt hier Steffi helfen. Nicht.